Tag, Freunde! Wir sind wieder da. Direkt vorm Adenos-Tempel und wir müssen ihn öffnen. Letzte Folge, wir haben ein bisschen Einhänder gelernt und wir haben uns den... die Nagelkeule gekauft. Mal gucken, ob das was bringt. Yerhedra Akantar. Yerhedra Akantar. Man kennt's. So, wir müssen lesen. Rote Steintafel. Für die letzten drei Anführer des Rates der Fünf haben die Kammern des Tempels mit Fallen versehen und den Eingang versteckt, auf dass das Schwert nie wieder das Tageslicht erblicke. Die dritte Falle wurde von Quahodron erbaut und nur er weiß, wie man die Pforte öffnet. Quahodron war es auch, der mit der Hilfe von Kardimon das äußere Tor zum Tempel versiegelte. Keiner von beiden hat das Ritual überlebt. Nur ich blieb zurück, um von den Ereignissen zu erzählen. Ich hoffe, dass Rademis für alle Zeit im Tempel verrottet. Kardimon entsann die zweite Falle und nur der, der den Weg des Lichts bis zum Ende geht, wird die dritte Kammer erreichen. Ich, der sich gegen den Entschluss der drei gestellt hatte, erbaute die erste Falle. Und nur ich kenne die richtige Pforte. Ja, toll. Okay, wir haben das jetzt alles mal gelesen. Das war's nicht. Ich weiß es nicht mehr, das war irgendwie voll random. Ich weiß, also diese Tafel gibt ja auch keinen Aufschluss darüber. Tja. Ganz links war schon mal richtig. Die Steinwächter. Die Falle. Oder beziehungsweise, wie kann man sich das herleiten? Also, zuerst der Entschluss, der Rat der Drei. Die haben die Fallen gebaut. Auf das... die Sonne, sie nie wieder... ach nee, Moment, jetzt, okay. Die Geschichte nochmal. Wir leiten das jetzt mal schön her. Wir kriegen das hin. Gelb war es, oder? Er hat sich gegen den Entschluss der drei gestellt und er baute die erste Falle. Und nur er kennt die richtige Pforte. Ja, das macht aber keinen Sinn. Der Entschluss der drei... hey, hör auf! Ich hab nach links gedrückt. Warum drückt er es zweimal? Oh, Held. Okay, der Entschluss der drei. Haben die Falle gebaut. Um dann, dass Rademis nie wieder das Tageslicht erblickt. War's schon, oder? Irgendwie ging, glaube ich, noch eine Tür auf. Wir probieren das jetzt nochmal. Wir wissen ja schon mal die ersten drei. Jetzt kann es ja nur noch eine Lösung geben oder es reicht schon, die ersten drei. Links. Rechts. Mitte. Der Zorn ist drüber gekommen. Okay. Also geht nur die ersten drei. Gut. Ich dachte irgendwie, die Tür geht auch noch auf. Irgendwie. Aber das ist anscheinend nur eine Textur. Deswegen sieht nur die eine anders aus.
auf das Rademis nie wieder das Tageslicht erblickt. Und da drüben ist halt auch so ein Gitter. Okay. Dann halt nicht. Komm. Auf. Geht nicht, okay. Mach hier auf. Geht auch nicht. So, jetzt probieren wir das mal. Mit der Nagelkeule. Greif ihn doch an! Oh. Ja, ja, doch. Hätte er jetzt nicht wieder festgehangen? Dabei habe ich das Spiel schon neu gestartet. Wer sich erinnert, letzte Folge habe ich gesagt, ich starte das Spiel neu. Das war schon okay. Wie es aussieht, hat sich das rentiert. Wo ist der letzte? Da stand doch... Ah, der steht da. Okay. Scheint doch ganz gut gewesen zu sein. War eine gute Entscheidung. Jetzt kommt endlich mal ordentliche Musik hier. Ja, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass wir jetzt die andere Rüstung haben. Aber... Also, dass wir jetzt... mehr aushalten. Aber gefühlt gehen sie auch echt schneller drauf. Und jetzt kommt eigentlich das dämlichste Rätsel überhaupt, weil ich glaube, normalerweise kann man das an den Fackeln erkennen. Ich glaube, nur ganz rechts brennen die Fackeln. Aber hier in dem Moment, wo man das in Anführungszeichen gemoddet hat, ist das nicht mehr so. Ring. Es klang kurz, als wäre da ein Flügelschlag gewesen, wie von einem Dämon. Das ist ja richtig dunkel hier. Das ist ein Besen, das ist keine Fackel. Das war der Hering. Da, Fackel. So, die dritte Falle wurde von Quaudron erbaut und nur er weiß, wie man sie öffnet. Blau. Nur der, der den Weg des Lichts bis zum Ende geht, will die dritte Kammer erreichen. Wer die Pilze sammelt, wird die Kammer erreichen. Also, die Platten sind ein bisschen heller. Was ein bisschen dämlich ist, ist, dass es hier so... Hoppala. Ja... Das habe ich vergessen. Das habe ich irgendwie verdrängt, dass da Stacheln sind. Ich glaube, ich habe das auch einmal ganz entspannt übersprungen, weil ich drüber gehüpft bin. Gut. Dann war das Spiel doch cleverer, als ich gerade eben dachte.
Jetzt liegt da noch die Fackel. Und ich habe erstmal eine benutzt. Kann ich ja unendlich Fackeln generieren. So, ich glaube, hier gab es einfach nur... nur Steinwächter und Loot. Das sind einige Steinwächter. Greif ihn doch an! Jedes Mal die gleiche Scheiße mit dem Held. Es ist aber auch ein wildes Gemetzel zwischen uns immer. Ich prügel, die prügeln, alle prügeln. Dann muss man wieder Leben auffüllen. Dampfende Fleischsuppe. Das gute Wanzenfleisch noch. Bisschen knapp. Greif ihn an! Heilen. Komm, wir gönnen mal. Davon kaufen wir uns auch noch einige Schriftrollen für später. Ich glaube auch, man kann auch so eine Rune finden, aber leider nur als Magier logischerweise dann benutzen. Weil das ist halt schon sehr geil. Jetzt gucken wir mal, ob wir den in die Wand prügeln können. Ich glaube, das war nur Luck. Ich glaube nicht, dass der wirklich in der Wand festhing. Steinwächter, die weichen ja nicht zurück. Die sind ja nur... na? Die prügeln einfach drauf wie die Idioten. Deswegen tun wir es ihnen gleich. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Nice! Goldener Teller, Kerzenleuchter, Halskette, Lebensenergie und Einhandkampf. Sehr, sehr gut. Lebensenergie direkt rein. Sehr geil. Lebensenergie können wir noch, ja. Lebensenergie 3 können wir noch nicht. Silberner Ring. Das können wir auch alles noch Halvor verkaufen. Wer weiß, vielleicht können wir auch am Ende, wenn wir alle Steintafeln und so gelesen haben, dann auch noch eine andere Waffe benutzen. Thank you.
So, gleiches Spiel nochmal. Oh, hier sind auch noch Ratten. Stimmt. Ja, übrigens, das eigentliche, wie es hier läuft. Man geht an die Truhe und alle Steinwächter wachen auf. Du brauchst es ja gerade nicht. Also wenn die Krits sitzen... Pack die brennende Fackel wieder aus. Jetzt habe ich sie aus Versehen aufgenommen. Wo ist sie? Okay, er hat sie einfach wieder zu den anderen dazugetan. Krasser Typ. Der ist so ein Feuerschlucker, der Held. Ja, dann wachen die Steinwächter hier alle auf und dann gibt's heftig Schlägerei. Ja, da waren ein paar Krits mit dabei. Jetzt gucken wir nochmal. Ja, er hat halt echt wieder... Er ist ja voll der Cheat. Da brauchen wir ja gar keine mehr. Brauchen wir nur noch eine Fackel. Dann kann man sie immer mit Rechtsklick aufnehmen und dann... packt er sie wieder zu den anderen dazu. Man muss trotzdem hoffen, dass ein paar Krits dabei sind. Ich stelle mich doch wieder so leicht hinter die. Oder seitlich, dass sie sich drehen müssen. Die drehen sich zwar eh voll schnell, aber... Schlag zu. Nice. Weißer Rum. Komm. Hau dir mal noch ein bisschen Käse rein. Wir dürfen nur nicht alles essen. Wasser. Zack. Nicht immer nur essen, ne? Auch ordentlich was dazu trinken. Sonst ungesund. Schlecht für die Nieren. Komm schon, mehr Krits. Ja, wir brauchen später noch ein bisschen was für etwaige Quests. Und wieder Dunkelpilze. Bis zum Erbrechen Pilze fressen. Wir haben jetzt allein schon 50 Mana. Nur durch... irgendwelche Quests, die wir gemacht haben. Ja, guckt euch an, wie schnell das sich umgedreht hat. Okay. Das habe ich nicht gedrückt. Er hing anscheinend noch fest. Da ist gar nichts vorne dran. Elixier. Stärke 3. Geil. Moment, das machen wir so. Okay. Hätten wir das auch erledigt. Nochmal zwei Tränke rein. Ab in den Nacken. Lalalalalala. Eine Ewigkeit lang war mein Geist gefangen. Nun bin ich endlich frei. Das Schwert hat einen neuen Träger. Und trotzdem rennst du hier drin rum. Die letzte Kammer wurde geöffnet. Aber die Pforte sieht ziemlich verschlossen aus.
Dies hier ist nicht die Pforte zur letzten Kammer. Diese Pforte führt dich in den Raum davor. Der Träger hat sie hinter sich verschlossen. Der Arsch. Wie öffne ich die Pforte? Bewege einen der Hebel. Irgendeinen? All diese Hebel öffnen die Pforte. Nicht alle Hebel lösen die Falle aus, richtig? Doch, das tun sie. Tja. Dein Vater hat die Falle erbaut. Woher willst du wissen, wie sie funktioniert? Quarodra, ich höre noch immer die Hammerschläge auf der anderen Seite des Tores. Das ist schon hart, ne? Einfach eingemauert. Oder beziehungsweise nicht eingemauert. Ließ mich sehen. Einfach eingeschlossen im Tempel. Das heißt, du hast gesehen, welcher Hebel der richtige ist? Ich habe es seit langem vergessen. Denk nach. Es ist so lange her. Er zieht es einfach random an einem. Zack. Raven hat einfach einen Banditen mitgenommen. Wenn du die Kraft dazu hast, versenke es in den Tiefen des Meeres. Nein. Niemals. Ja, Raven hat sich einfach einen Banditen mitgenommen. Hat gesagt, zieh mal an dem Hebel. Gönn dir, Kollege. So. Nochmal Steinwächter. Und die Musik ist übel laut. Die Steinwächter kosten aber auch Tränke. Das ist unglaublich. Tränke und Pilze kosten sie. Friss mal ein paar Weidenbeeren. Gegen die, da kannst du aber auch nicht blocken oder sonst wie irgendwas machen. Das ist einfach nur ein wildes Draufgeprügel. Und hoffen, dass man Krits macht. Und der Held nicht festhängt. Hallo? Hallo? Jetzt ist er rum. Jetzt ist er rumgelaufen, statt zu schlagen. Ach, das ist aber auch eine Scheiße mit der Kacke hier. Wie viel Leben haben wir mittlerweile? 400? Ja. Och nee. Okay. Kurz gedacht, jetzt sind beide da. Der hat ja richtig Bock. Und der hält nicht. Nichts zu plündern. Meine Fresse, hey. So könnt's doch immer laufen. So wäre doch schön. 50 Leben verloren. Ja, ein bisschen mehr, aber egal. Jetzt.
Eisblock auf der 4. Ich hoffe, man kann hier auch Raven einfrieren. Weil manchmal ist es so gemacht, also so rausgepatcht, dass man es nicht kann. Das wäre dann halt hart mies. Steinwächter? Nein. Keine Steinwächter. Aber Pilze. Jetzt großer Showdown. Hey. Was geht, Homie? Seht, wer gekommen ist. Mein Meister hat mich davor gewarnt, dass Enos seine Schergen schicken würde. Aber dass du so früh auftauchst, hätte ich nicht erwartet. Nun, da du so schnell warst. Wir haben die Waffe nicht gewechselt, das war ein bisschen schlecht. Werde ich dir auch einen schnellen Tod schenken. Du hast deine Seele an Belia verkauft. Zu einem guten Preis. Als General werde ich seine Armeen befehligen. Und was Voll ist mit Arbeit. Dir? Weißt du, wie viel deine Seele wert ist? Ich mache nur das, was getan werden muss. Hört ihn euch an. Einen bescheidenen Diener schickst du mir, Enos. Bist du sicher, dass ich ein Diener Enos bin? Was? Was redest du da? Hältst du es nicht für möglich, dass ich ein Diener Adanos bin? Unsinn! Vielleicht diene auch ich Belia. Oder nur mir selbst. Nun, in diesem Fall wirst du nicht einmal ein würdiger Gegner für mal langsam sein. Hier. Mir reicht's jetzt. Lass uns anfangen. Hast du es so eilig zu sterben? Ganz wie du willst. Zack, zack. Hauptsache der Held schießt manchmal daneben, ne? Naja. Zack. So macht man das. Man sieht wieder die Sequenz nicht, aber ich werde sie reingeschnitten haben. Pam. Raven ist tot. Wunderbar. Klaue Belias. Und Raven, weißer Rum, Bier, Fisch. Nichts zu holen. Da ist nichts. Die Musik ist auch weg. Da ist auch nichts. Mal auf. Gut. Hier. Raven. Tot. Boah, hat die Tür es bald. La la la. So, haben wir hier irgendwas? Nö. Stockduster haben wir. Hey. Hey. Ich hab's geschafft. Raven ist erledigt. Damit hast du Belia einen kräftigen Tritt verpasst. Dann wirst du jetzt weiterziehen? Meine Aufgabe in diesem Tal ist beendet. Ich könnte mich mal ein paar Tage ausruhen. Ha! Der war gut. Ja, du bist ständig unterwegs, was? Ich wünsche dir eine gute Reise. Wer weiß, vielleicht laufen wir uns nochmal über den Weg. Wer weiß, es gibt eine Menge Tore und Durchgänge, die du durchqueren wirst. Und an einem solchen wirst du mich finden. Okay.
gehen wir kurz einmal pennen und dann holen wir uns endlich unseren verdienten. Die Erdbeben haben erst aufgehört und wie ich sehe, weilst du immer noch unter den Lebenden. Heißt das, dass deine Mission erfolgreich war? Ja, Raven ist tot. Nö. Dann ist es also vorbei. Ardanos sei Dank. Das hast du gut gemacht, mein Sohn. Wir stehen tief in deiner Schuld. Du hast dem Bösen eine mächtige Waffe entrissen und das Gleichgewicht in diesem Teil der Welt wiederhergestellt. Als die Erdbeben verstummten, haben wir beraten, was nun geschehen soll, und wir sind zu einem Ergebnis gekommen. Geh hin und nimm die Klaue Belias. Sie soll nun dir bestimmt sein. In deiner Hand kann sie ein mächtiger Verbündeter für uns sein. Nutze sie weise, mein Sohn. Ardanos möge dir dabei helfen. Wir werden hierbleiben und dafür sorgen, dass der Tempel wieder zu altem Glanz erblüht. Nur Myxia ist schon nach Korenis aufgebrochen, um Vatras zu unterstützen. Vatras ist schon zu lange alleine in der Stadt gewesen. Ja, der sammelt immer irgendwelche komischen Typen auf und bringt sie dann in den Ring des Wassers. Ich habe die Gefangenen befreit. Sehr gut. Mögen sie wohlbehalten in ihre Heimat ankommen. Gut. Ich habe die Klaue Belias an mich genommen. Belias. Die Klaue Belias ist eine ganz besondere Waffe. Sie hat einen eigenen Willen und Bewusstsein. Du, der nun diese mächtige Waffe besitzt, bist ihr Herr und Meister. Sie ist ein Teil von dir und wird sich deinen Fähigkeiten anpassen. Doch tut sie das nicht aus freien Stücken. Nur Belia selbst kann sie dazu zwingen, dir zu gehorchen. Warum sollte Belia mir helfen? Nur ein Gebet zu ihm kann das bewirken. Aber sei vorsichtig, Belia ist niederträchtig. Wenn du seinen Zorn erregst, dann wird er dich das spüren lassen. Verstehe. Verstehe. Was kann ich mit der Waffe tun? Das liegt in deiner Hand. Du hast die Waffe erobert und bist nun ihr Herr. Ich kann dir nur empfehlen, was du damit machen kannst. Entweder du übergibst sie mir und ich werde dafür sorgen, dass sie keinen Schaden mehr anrichtet, oder du machst dir ihre Macht zu nutzen und verwendest sie im Kampf. Könntest du die Waffe nicht tragen können? Wenn du sie mir gibst, dann werde ich sie unschädlich machen, damit niemand mehr sie missbrauchen kann. Überleg dir also gut, was du tun wirst. Eigentlich will Saturas die nur selbst haben, um sie dann zu benutzen. Der wird dann der neue Rademus. Was werdet ihr nun tun? Wir bleiben hier und verhelfen dem Tempel wieder zu Glanz und Größe. Allzu lange schon verweilen seine Mauern in diesem beklagenswerten Zustand. Was dich angeht, mein Sohn, es freut mich zu sehen, dass ich mich in dir getäuscht habe. Du bist der Bewahrer des Gleichgewichts. Daran gibt es keine Zweifel mehr. Ohne deinen Mut und deine Kraft wäre die Insel von Korenis untergegangen. Wir danken dir und werden deiner in Ehren gedenken. Widme dich jetzt wieder den anderen Aufgaben, die noch vor dir liegen, und gib dieser Welt wieder Gleichgewicht und Frieden. Geh nun und erfülle dein Schicksal, Bewahrer. Unsere Gebete begleiten dich. Danke. Ardanos möge dich schützen. Ja, ist okay. Ich glaube, das liegt daran, dass gerade der Bildschirm dunkel ist. Moment, wir gucken mal. Jetzt ist weniger. Oder man sieht es auch einfach nur nicht mehr so. Tut mir leid, ich werde das regeln mit dem Greenscreen. Aber das ist doch ein schöner Schluss. Wieso haben wir keine Waffe mehr an? Nein, Söldner bitte. Wieso haben wir keine Waffe mehr an? Genau, das ist doch ein schönes Ende. Wir haben das alles erledigt. Was wir jetzt noch machen, ist noch kurz die Sprache der Erbauer fertig lernen. Da müssen wir hier nicht mehr her. Und dann gehen wir zurück nach Korinis. Wegen der Steintafeln. Soll ich dir beibringen, sie zu lesen? Also es ist ganz einfach. Ein G ist ein O, ein T ist ein H und ein I ist ein C. Wenn du das mal kapiert hast, ist der Rest eigentlich logisch. Ganz easy. Man kennt's. Was ich vergessen habe. Wir
müssen... Wie viel Goldbrocken haben wir? 3. Wegen 30 Gold gehe ich nicht nochmal ins Lager. Wir kommen ja eh nochmal hierher. Irgendwann später. Wollen wir das Tal nochmal dann richtig clearen. Nochmal für die Erfahrung. Und dann ist das hier erst erledigt. Wir gehen noch kurz Greg Bescheid sagen. Henry, was geht? Nix, okay. Meint ihr, man kann hier einfach rein, also man kann theoretisch ja das ganze Banditenlager ausräumen, alle umbringen. Von mir erfährt keiner was. Raven dann theoretisch töten, kann man dann Henry sagen, Raven ist tot? Raven ist erledigt. 1000 EP. Das hätte ich ja nicht gedacht. Hast ihn kalt erwischt, was? Ha, das ist Eisblock. Mir doch glatte 500 Goldstücke wert. Du bist ein wahrer Teufelskerl. Weiter so. Kalt erwischt. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Ja, wir machen das jetzt noch fertig. Jetzt, ne? Vielleicht mal noch hier vorbeischauen bei Samuel. Je nachdem. Wir haben ich habe ein Rezept für ihn. Oh, lass mal sehen. Was denn für ein Rezept? Es ist von Snuff. Das hört sich ja schrecklich an. Das muss ich sofort ausprobieren. Was hast du sonst noch? Bei mir gibt's alles, was ein Pirat zum Überleben braucht. Grog. Ich will was Stärkeres. Was darf sein? Haben wir Loose Hammer schon einmal getrunken? Ich glaube nicht. Ich will Loose Hammer. Gutes Zeug. Hau weg den Kram. Hau weg den Kram. Hatten wir nicht auch das Rezept für Loose Doppelhammer? Ich dachte, wir haben den. Dann müssen wir auch nochmal ins Banditenlager. Loose Hammer. Wirkung unbekannt. Mana plus 1. Man kriegt einfach so viel Mana-Zeug hier, ne? Das ist so schlimm. Also, eigentlich ist es gut, aber für alle anderen... Fraktion außer Magier ist das echt nicht so geil. Von mir erfährt keiner was. Nö, ich dachte, vielleicht können wir ihm auch noch erzählen. Hey, Raven ist tot. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Jetzt gehe ich doch nochmal ins Banditenlager. Und guck, ob wir nicht Loose Doppelhammer machen können. Weil das ist ja auch noch eine Quest. Ich dachte, wir hätten seine Kammer ausgeräumt. Oder brauchen wir dafür einen Schlüssel? Ich weiß es nicht mehr. Weiß ich nicht, Digga. La la la. Der muss einfach mehr drin. Ding, ding, ding. Daran wird sich nie etwas geben. Wie läuft der Laden? Gut. Estebans Ableben dürfte wohl für einige hier ein Grund zum Feiern sein. Ein paar Dietricher wären hilfreich. Ich war hier einfach nicht drin. Toll. Och. Okay, das ist schon mal geil.
Sehr gut. Da ist Luz Doppelhammer. So ein Mist. Oh, kann ich ihm auch nicht sagen. Okay. Dann nicht. Dann nicht. Ja, das mit Fortuna machen wir auch noch, aber erst, wenn wir dann später nochmal wiederkommen. Der arme vierten Kerl Kapitel. Kann einem leid tun. Wir gehen nämlich dann kurz Miental und dann wieder raus. Dann ballern wir alles weg, was geht. Gibt heute eine lange Folge. Ich will Jaken da jetzt einfach fertig haben. Haben wir es denn dann fertig? Och, die Vorhut der Wassermagier noch. Ich hab doch alles abgesucht. Ich weiß nicht, wo der ist. Keine Ahnung. Werden wir noch finden irgendwann. Vielleicht suche ich da aber dann doch direkt noch danach. Komm, dann gibt's halt eine Stunde Folge. Mein Gott. Was soll der Geiz? Ich hab Bock. Ich hab Bock und ich hab Speicher und kein Problem. Ich hab ein Rezept für dich. Oh, lass mal sehen. Was denn für ein Rezept? Das ist das absolute Mörderzeug. Pass auf. Du machst mir Angst. Ich glaube, ich werde trotzdem einen Versuch starten. Ich will was Stärkeres. Was darf sein? Gib mir einen doppelten. Einen doppelten Hammer. Mach dich nicht unglücklich, Kleine. Ich hoffe, der ist nicht für dich. Das werden wir noch sehen. Weiß gar nicht, können wir den Brandon geben? Der steht doch auf starke Sachen. Also wenn man ihn selbst trinkt, es zieht einem einfach die Hälfte des Lebens ab. Das kann doch nicht wahr sein. Das können wir einfach einmal kurz zeigen. Er hat doch die Doppelhammer. Leute gehört. Pam! Das ist doch kein Geheimnis. Ja. Mehr macht er nicht. Gucken wir mal, ob Brandon da drauf steht. Gibt's was Neues? Warte mal. Nee, kann nichts erkennen. Alles beim Alten. Okay. Vielleicht hätten wir ihm den geben können, als er da was haben wollte. Willst du mich vergiften? Ich brauche was Stärkeres. Aber so einen doppelten Hammer mal dabei haben. Weiß ja nie, wann man ihn mal braucht. Jetzt gehen wir nochmal den verfickten Land suchen. Ich sag, wie es ist. Ich will das jetzt erledigt haben. Der Land ist mir ein Dorn im Auge. Normalerweise liegt der doch hier irgendwo einfach am Wegesrand rum. Hier irgendwo da links. Irgendwo hier so. Da unten ist das Skelett von ihm. Oh komm, geh da runter. Es gibt sonst eh nichts. Als ob er die Blutfliege getroffen hat. Bin ich hier nie vorne in den Sumpf reingelaufen? Krasser Scheiß. Stimmt. Bin hier nie reingelaufen.
immer Angst vor einem Banditen gehabt. Das ist doch Lance. Oder hatte Lance einen Lederbeutel? Apfeltabak. Nee. Nee, einfach nee. Das ist Lance. Ich weiß es doch. Ich kenne ihn doch. Ich sehe es ihm an. Sonst war ja hier auch nichts. Hier waren wir ja drin. Hier waren, glaube ich, Schattenläufer. Ich glaube auch, wir hatten hier schon gebuddelt. Ich weiß es gerade nicht mehr. Nichts. Ja, Lance, ich weiß auch nicht. Den gibt es anscheinend dann hier nicht. Ich wüsste auch zumindest nicht wo. Weil es gibt da ganz verschiedene. Manchmal gab es ihn als Person. Dann hat er auch diese Rüstung angehabt. Also halt die Rüstung vom Ring des Wassers. Dann lag da einfach eine Leiche, so wie der Bandit im Tempel. Und manchmal liegt da einfach ein Skelett. Aber normalerweise habe ich immer seinen Ring gekriegt. Und dann kann man auch die Quest lösen. Aber anscheinend geht das hier einfach nicht. Oder liegt der hier irgendwo? Nee. Aber dass ich hier auch nicht war, finde ich auch sehr interessant. Wo ich alles nicht war. Hab ich euch vorenthalten, das tut mir leid. Aber Lance gibt's nicht. Lance ist nicht anwesend. Man hat sie auch weiter geschafft als hierher. Da liegt er hier drin und die Wassermagier waren nur zu faul nachzugucken. Nö, nö, nö. Nö, 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 nö. Das kann ich aber auch einfach nicht sagen. Das ist so scheiße. Also. Ja. Dann haben wir es jetzt. Ja, war ein bisschen länger heute, aber das macht ja nichts. Also, nächste Folge, es geht zurück nach Korinis. Dann machen wir da noch ein paar Quests. Oder wir gehen direkt ins Minental. Wir gucken mal, was noch so zu machen ist. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der Folge. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis dann.